Hallo Leute, schön, dass ihr wieder hier dabei seid beim Minecraft. Also, es ist folgendes. Wir finden kein Zuckerrohr, wir sind einfach zu blöd. Deswegen werden wir gleich noch was anderes machen. So, Weizen brauche ich auch nicht. Weizen auch nicht. Und mehr war, glaube ich, eh nicht, oder? Nee. Wir werden Zuckerrohr aus Reis machen. Ich habe gesehen, mit Reis geht's auch. Muss ich natürlich erst Reis finden hier. Wir hatten Reis. Da. Brauchen wir noch vier. Kriegen aber noch. Kriegen wir noch irgendwo Reis her? Ich glaube, hier draußen haben wir nichts angepflanzt. Nee, Antischocken. Nee, Reis haben wir hier nicht angepflanzt. Reis ist ja ein wilder Reis. Auch doof, da kriegen wir nur drei Stück und wir brauchen vier. Wow, bin begeistert. Kann ja nicht sein, oder was? Und dann gucken wir mal hier vielleicht noch irgendwo Reis haben. Nein. Hier haben wir bestimmt auch kein Reis. Nein, und hier noch weniger wahrscheinlich. Aber wenn wir jetzt mal Reis hier rein tun, geht's nicht. Also ein Quascher müsste es gehen. Muss ein Quascher. Wir hatten einen Quascher. Hatten wir ja irgendwo mal. Hier sollen wir testen, ob der funktioniert. Dann das Generator hier hin. Geht auch nicht gut. Also es geht nur der von aktuelle Editions. Und das ist doof. So, was mich jetzt dazu führt, weil wir ja gucken. Aus Zuckerrohr. Wie kriegen wir Zuckerrohr eventuell? Gar nicht. So, wir kriegen es von denen. Davon, dann davon, ist klar. Da und Zuckerrohr, genau. Okay. Das heißt, Zuckerrohr haben wir ein bisschen Problem. Echt arg. Kein Zuckerrohr. Gut, dann versuchen wir mal eine Aroma Dimension World zu erstellen. Ist ja nicht so schwer. Die jetzt mal behaupten, so, wir brauchen ja den Ding da. Als Flintenstiel Steinspitzhacke. Das wird auch nicht so schwer sein. Flintenstiel Steinspitzhacke brauchen wir das und das. Was brauchen wir noch so? Ein bisschen Stein. Auch. Also das brauchen wir. Das brauchen wir. So. Steinspitzhacke haben wir gesagt. Zacke oder. So ein Stick, okay, dachte ich mir schon, scheiße, haben wir erst überlegt. Und Flint and Steel, brauchen wir noch einen Flint. Da war. Nein, Ofen wollte ich nicht, ich wollte hier. Und schlafen. Na komm. Damit uns die Monster nicht angreifen. Man weiß ja, wie das ist mit dem Monster. Sind ja immer unfreundliche Typen, das. Gut, dann können wir das bauen. Und dann brauchen wir die hier. Ist ja auch nicht so schwer. Brauchen wir halt natürlich nur ein paar. Dazu brauchen wir natürlich noch ein bisschen Stein und für Stein brauchen wir Cobblestone und für Cobblestone brauchen wir Cobblestone. So, dann können wir hier noch vier Stück machen. So und so. Zack. Können auch den machen, da brauchen wir gar kein Portal machen. Weil da kommen wir, glaube ich, nicht mehr zurück. Ja. Machen wir sicherheitshalber ein Portal. Ja. Echt schwierig. Kosten vier Enderperlen, das haben wir ja nicht. Beziehungsweise möchte ich die gar nicht haben. Damit 10 kommen wir zurecht, oder? Können ja einmal runter. Wir brauchen ja eigentlich dasselbe Portal wie das hier. Mal rein und auf dieser Seite nochmal. Nein, nicht reingehen. Das wollen wir nicht reingehen. So. Aber ich glaube, das muss jetzt vollflächig sein, auf alle Fälle. Zum, zack. Heißt, muss hier ein bisschen größer werden. Dann auch heißt, wir brauchen mehr Steine. Also wir brauchen noch 1, 2, 3, 4 Stück.
Weil es nicht der beste Ort hier unten, aber wen juckt. Drei, das heißt, wir brauchen auch davon ein bisschen. Das heißt, zwei, vier, dann kriegen wir eh genau vier, was wir brauchen. Passt. Multitool nehmen wir wieder mit, weil das brauchen wir, ich glaube, zum Aktivieren des Portales. Ich sehe gerade, hier sind wir relativ knapp an der Grenze, was bedeutet, wir werden hier noch einen Chunk dazu nehmen. Die zwei. Sicherheitshalber. Wenn wir zurückkommen, das ganze Portal geladen ist. So, dann. Zack. Go into the Portal and sneak. Genau. Man muss hier reingehen. Passiert nichts, wie bei Netamon. Wenn man was sneakt, kommt man in die Mining-Welt. Und das ist ja eine Flachwelt, wie jeder weiß. Oder wissen sollte. Das dauert jetzt natürlich, weil er die Welt erst generieren lassen muss. Dauert ein bisschen länger vielleicht. Wer weiß. So, jetzt. Gut. Dann hier wieder J. Wegpunkt. Neu. Ein Portal, grün, safe. Und hier, erstens sollten wir hier meinen und zweitens sollten wir es hier schaffen, Sugarcane zu kriegen. Ich hoffe es halt, ehrlich. So weiter sehen wir nichts. Aber wir sehen hier ein paar Chance Cubes. Ich bin jetzt überlegen, ob ich die jetzt aktivieren sollte oder nicht. Das ist ja so eine Special Sache. Weil da geht man halt relativ oft drauf. Aber andererseits, was kann uns im schlimmsten Fall passieren? Nix. Weil, einfach töten? Inventar, boom, okay. Ich dachte jetzt schon, Scheiße, wo ist mein Inventar? Wo ist mein Drill? Hatte schon mein Drill ist kaputt gegangen. Oh Gott. Scheiße, Mann. Herzinfarkt. Also, wenn ihr jetzt ein Facebook-Cam gehabt hätte, hättet ihr meinen Ausdruck gesehen, meine Verzweiflung. Oh, hier sind gleich zwei hintereinander. Creepy, creepy. Was heißt das jetzt? Warte. Stehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Und der jetzt? Das ist sowas von gemein. Genau. Angst. Angst, Leute, echt Angst. Da springt jetzt XP raus, okay. Interessant. Dann explodiert es wahrscheinlich oder so. Oh, ein Stick, der verzaubert ist, das kennen wir auch schon. Do you want a snowman bauen? Ja. Schneemann ist auch nicht schlecht. Oh, eine Spitzhacke. Das schaut gut aus. Was hat die für eine Verzauberung? Fortune 2 Effizienz. Gigabreaker. Aus was für ein Dings ist das jetzt? Pudding, okay. Ja. Genau, das habe ich. So etwas habe ich befürchtet, dass sowas passiert. Verschwindet. Ersten Moment kriegt nochmal richtig Angst, wenn man das so erlebt. Ah, da ist das Vieh. Komm raus. Da. Man kriegt erstmal so richtig einen Herzinfarkt. Das ist echt. Arg. Lootpack haben wir jetzt. Flippers. Aha. Lass mal zu, weil wir haben eh nicht so viel Platz im Inventar. Hallo? Oh Gott, oh Gott. Erst mein Herz bleibt immer stehen, obwohl ihr das vielleicht nicht merkt, aber es ist echt immer so voll creepy, weil man weiß einfach nicht, was passiert. Oh, ein Schwamm. Und eine Lederhose. Yeah! Checkpoint! Nein! Verdammt. War zu langsam. Ich war zu langsam. Ich habe gewusst, in der TNT drin ist. Im Normalfall habe ich das schon öfter gehabt. Schaffe ich ein. Der Mannblock abzubauen, aber in diesem Fall doch. Gut, da hinten ist noch einer. Wir haben bis jetzt noch immer keinen Dings gefunden. Ich finde das einfach arg. Ich glaube, Sugarcane wird hier nicht gespawnt. Nein, das war unfair. Das ist unfair. Das ist unfair. Das ist unfair. Verdammt. Verdammt, das ist unfair. Problem ist, wir müssen jetzt relativ schnell dorthin.
weil uns ein Betrag gedroppt wurde. Ich hoffe, dass nichts verschwunden ist. Unser letzter Todespunkt war jetzt dann wo? Da hinten. Das sieht man, achso, doch, sieht man auf der Karte. Er hat nur so ein blödes X. Also eine blöde Farbe, deswegen. Aber der war gemein, der Todespunkt. Jetzt habe ich, ich weiß, ich habe ein Problem. Scheiße, wie komme ich da jetzt am besten dran? Indem ich noch mal nach Hause gehe. War ist es jetzt eine Zeitfrage? Weil das, die Items bleiben ja nicht lange liegen. Ich hätte ein bisschen vorher überlegen sollen. Ich glaube, der eine oder andere weiß jetzt, was das Problem ist. Ich hoffe, dass es sich ausgeht von der Zeit her. Items nicht verschwinden. Das habe ich ein Problem. Ich hätte jetzt ein bisschen vorher überlegen sollen, wo ich ja gestorben bin, weil ich bin ja eigentlich in Obsidian-Käfig gestorben und da kann ich ja nicht abbauen und deswegen brauche ich ja eine Spitzhacke. Das abzubauen, damit ich an meine Items komme. Denn wie gesagt, ich hoffe, dass sich jetzt von der Zeit sich das ausgeht. Und bin ich wieder zurückgekommen. Komm, gib Gummi, Junge. Ey, dumm gelaufen, ehrlich. Mann, es ist ja cool. Wir haben ja irgendwas habe ich abgebaut. Ich weiß gar nicht, was. Ich finde es halt nur gemein, dass das Metall dann droppt. Ist ein bisschen unfair. Aber das ist halt die Chance, Kriob, oder? Man hat die Chance, was Gutes zu kriegen, oder man hat die Chance, einfach voll drauf zu gehen. Weil der eine oder andere wird jetzt auch sagen, warum ich das Ganze mit vollem Inventar mache, aber der Risk noch an. Wo bin ich denn hier wirklich? Alter, wo bin ich denn gestorben? Ach so, okay, da haben, das ist die hier gespawnt, okay. Interessant, interessant. Das, das und. Kommt dann besser? Gut. So. Habe ich da jetzt noch das Kloster abgebaut? Genau. Perfekt. Und dann das und ein Schwert. Interessant. Hier wäre noch eins. Jetzt habe ich schon langsam aber Angst, was da passieren könnte. Aber das eine nehmen wir noch mit. Und ich sehe. Ich sehe es. Oder? Ja, hier ist es. Also der letzte hier wird uns eh endgültige Todesurteil sein. Genau, sage ich doch. Ist gemein. Bam. Aber wir haben es überlebt. Jetzt gucken wir mal, ob irgendwas übergeblieben ist. Nein. Gut. Dann gehen wir hier unseren Zuckerrohr holen, weil deswegen sind wir ja ursprünglich hier gewesen. Das wollten wir ursprünglich haben. Deswegen waren wir hier. Da wäre noch ein Chance Cube. Den nehmen wir jetzt damit. Scheißegal. Sterben wir halt. Eh gleich folgen ändern, dann wäre eh egal. Im schlimmsten Fall muss ich halt Sachen dann selbst holen, ohne Folge. Ja. Wir fressen zuerst lieber was, falls wir sterben oder so. Aha, okay. Das ist jetzt so. Es ist nicht so schlecht, aber auch gut auch nicht. Aber wir kriegen schnell schwarze Farbe. Und das ist das Gute. Hat Vorteile. Ja, komm. Komm. So, können wir rein theoretisch. Da drin. Den Hauptgrund hier wegtun? Oder geht es gar nicht? Wer ist denn hier der Hauptpunkt? Hallo? Gibt's da keinen Hauptpunkt? Interessant, okay. Ja, dann halt nicht. Dann gehen wir wieder nach Hause. Wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben unser Zuckerrohr. Zwar nicht so viel, aber wir haben. Und das, wie gesagt, können wir ja dann selbst hoch. Züchten. Mining-Biom. Interessant, interessant. Aber was mich ein bisschen wundert, dass hier Nacht wird. Seit wann wird in der Welt Nacht? Ich kann mich nicht erinnern, dass hier mal Nacht wurde.
Ganz ehrlich. Ah, dass der da so viel Mobs rundherum. Vielleicht ist das neu. Spinnen, scheiße, Spinnen sind immer schlecht. Aber gegen Spinnen kann man sich schwer wehren. Spinde. So, dann ist hier noch ein Creeper, den sollten wir vielleicht vorher töten, oder? Dass er uns erkennt. Ne, gut, dann gehen wir nach Hause. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, also, nicht runter rauf. Wir haben unser Sugarcane, was wir haben wollten, damit wir unseren Drill weiterbauen können. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir uns darum kümmern. Vermute ich mal, ja. Wir dann offline mal ein bisschen das ganze Zeug hier verarbeiten, also mehr Sugarcane draus machen, so meine ich. Und dann sehen wir eh weiter, wie weit wir nächste Folge kommen. Schaut uns nochmal die zwei Lootbags an. Vielleicht ist irgendwas Interessantes dabei. Der Track und der Arme links. Ist jetzt nicht so begeisternd. Bugsapling. Das und das ist auch nicht so begeisternd. Das können wir eigentlich alles wieder hier reinwerfen. Neues Lootbag raus. Und da ist auch nicht wirklich was Begeisterndes drin. Das können wir auch mal reinwerfen. Dann haben wir schon ein bisschen für die nächste Sache. Gut, dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns, Leute. Haut rein!